eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Lena arbeitet für den Verleiher. Hi, Fred. Willkommen unter den Lebenden. Fred, Mensch, fast wie einen alten Tag. Fast. Fast. Na, kommt schon. Ich gehe zu Ben. Du? Lena bleibt bei mir. Na los, lass uns ein bisschen Spaß haben. Hilfe brauchen. Danke, sehr freundlich von Ihnen, Frau Klaassen. Aber Liv und ich kriegen das schon hin. Wir haben eine Umzugsfirma damit beauftragt. Dem muss man ganz schön auf die Finger gucken. Na, eine ziemliche Umstellung für dich. Eine Frau zu Hause mit an Bord. So neu ist das nicht. Hier habe ich doch sogar zwei an Bord. Captain? Ich habe ja eine Meldung von den dänischen Kollegen. Mehrere Jetski-Fahrer haben ein dänisches Segelboot belästigt. Neuer Kurs. In der Nähe vom Kiel-Ostseeweg. Eine Frau ist dabei verunglückt. Schwere Kopfverletzung. Jugendliche? Wie viele denn? Vier oder fünf.
Dann gibt es sie also noch, unsere Freunde. Das heißt, die kennen die Gang schon? Ja, ja, vom letzten Jahr. Na, die sind aber nicht geschnappt worden. Lorenzen, informieren Sie Hauptkommissar Gruber. Und erkundigen Sie sich, ob irgendwo Jetskis als gestohlen gemeldet wurden. Kurs 295 Grad. Neuer Kurs 295. Beide voll voraus. Ja, voll die Fahne geschoben. Das war echt scheiße, Tobias. Was ist, wenn der Frau jetzt wirklich was passiert ist? Wem willst du hier eigentlich was beweisen? Ey, so eine saublöde Aktion. Willst du mich wieder in den Knast bringen? Was kann ich dafür, dass die Leute keinen Spaß verstehen? Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen, ne? Mann, du bist echt ein Idiot. Jetzt lass mich in Ruhe. Kann ich bei dir mitfahren? Was soll denn der Mist? Ich dachte, wir wollten Spaß haben. Boah, was für eine Spaßbremse. Tobi, und das lässt dir gefallen? Wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Mein Gott, das sah alles so schlimm aus. Dann mach dir mal keine Sorgen. Das wird schon wieder. Das ist ja nichts gemacht. Das war der Großbaum. Da waren so ein paar junge Leute auf diesen Flitzern. Das waren eventuell die Rowdies vom letzten Jahr. Wir fahren jetzt nach Heiligenhafen. Dort wartet schon ein Krankenwagen auf uns. Du hast gesagt, du bringst mich nach Hause. Ich hatte gehofft, du würdest meinen letzten Abend hier mit mir verbringen wollen. Warum hast du mich eigentlich nie besucht? Was glaubst du, was meine Eltern gesagt haben, als sie erfahren haben, dass mein Freund im Knast sitzt? Interessiert sich gar nicht, wie es mir ergangen ist. Ich hab dich jedenfalls vermisst. Ich dich auch. Mensch, ich hab damals echt nicht verstanden, warum du dieses Ding in Dänemark durchziehen musstest. Da hat dich auch nicht interessiert, was ich darüber denke. Ich verstehe selbst nicht, was ich da getan habe. Aber es passiert mir jedenfalls nicht nochmal. Wir haben mir eine Lehrstelle besorgt in Frankfurt, oder? Wow. Freut mich für dich. Ich habe das von Tobias und dir gehört. Ist was Ernstes? Quatsch. Du kennst doch Tobias. Mann, wo warst du denn so lange? Wir haben uns was zu rauchen besorgt. Die Küstenwache war draußen beim Segelboot. Der Opa hat sie wohl um Hilfe gebeten. Ich glaube, wir sollten die Teile besser wieder zurückbringen. Ach Quatsch, da warten die Bullen noch auf uns. Da muss sich Lena drum kümmern. Na okay, dann fangen wir sie wieder ein. Und der ist den beiden gefolgt. Hat sie wohl verloren. Dann lass uns mal lieber los. Und... Du arbeitest jetzt bei einem Jetski-Verleih. Mhm. Wir verleihen alles Mögliche. Und wann müssen wir das Ding wieder zurückbringen? Kein Problem. Wenn wir wollen. Mein Chef vertraut mir. Vielleicht werde ich sogar sein Partner. Cool. Das war nichts. Ich bin gleich wieder da, ja? Klar.
Lena? Lena? Ja, Moment mal. Die klauen mir die Dinger einfach vom Steg weg und das nicht zum ersten Mal. Nur, dass die Idioten von der Wasserschutzpolizei die Ermittlung letztes Jahr irgendwann eingestellt haben. Jetzt geht das wieder los und ich soll mich beruhigen. Entschuldigung. Also das mit den Idioten will ich nicht gehört haben, Herr. Martinsen, Ludwig Martinsen. Vielleicht hängt da meine Aushilfe mit drin. Die hat ein bisschen merkwürdige Freunde. Ja, es gab einen Unfall, verursacht durch Raudis auf Jetskis. Die Frau ist bereits im Krankenhaus. Ein Schiff der Küstenwache hat sie gerettet. Na, dann müssen sie die Jungen schnappen, da gibt's doch keine Unfälle. Meine Leute mussten sich zunächst mal um die Verletzte kümmern. Ansonsten tun wir schon, was wir können. Na, Wiedersehen. Moment mal, wo kann ich Sie denn erreichen? Zu Hause, ich habe jetzt Feierabend. Also vom Feierabend kann ich ja nur träumen. Ja, fürs Träumen werden wir nicht bezahlt, Chef. Alter! Wo hast du Lena gelassen? Lena? Ja, wen denn sonst? Weiß ich nicht. Wie siehst du denn aus? Wo hast du meine Schwester gelassen? Was ist denn passiert? Weißt du, was ich glaube? Lena hat dir einen übergebraten, weil du dich wieder an sie rangemacht hast. Die ist wahrscheinlich schon nach Hause. Da will ich jetzt auch hin. Ich bin todmüde. Hey, Tobi, da draußen ist die Polizei. Ich glaube, die suchen nach uns. Scheiße. Lass uns abhauen. Und wir haben uns nicht gesehen, ist das klar? Okay. Oh, Scheiße. Und jetzt? Bleib locker, die können uns gar nichts. Hey, und was ist mit den Jetskis? Das war Lenas Problem. Und Finger weg von Lena. Knochen haben mich spüren lassen. Irgendjemand braucht hier einen starken Kaffee. Ja, ich. Ja. Nee, bitte. Danke. Ich habe mit dem Krankenhaus telefoniert. Die Frau ist außer Gefahr. Allerdings mit ihrer Gehirnerschütterung. Da wird sie noch eine Weile zu tun haben. Danke. Hoffentlich finden wir die Bande. Ah, noch was gibt's. Ganz Erfreuliches. Heike ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ach, dann kommt sie ja sicher bald wieder. Obwohl Brieke ihren Job als Erstoffizierin sehr gut ausgefüllt hat. Kapitän? Mhm. Vielleicht waren es ja dieselben Raudis, die letzte Woche den Surfer gerammt haben. Möglich. Weißt du, ich finde das unglaublich. Erst rammt man ihn und dann lässt man ihn mitten auf der Ostsee verbluten. Mhm. Aber letzte Woche lag keine Diebstahlmeldung über Jetskis vor. Stimmt auch wieder. Wir müssen da ansetzen, wo wir im vergangenen Jahr nicht weitergekommen sind. Was willst du denn? Ich wollte nur fragen, ob Lena schon zu Hause ist. Scheiße, dafür weckst du mich? Sie ist nicht da. Wo kann die sein? Schon zur Arbeit, was weiß ich. Mach doch eh mal ihr eigenes Ding. Werde ich es da mal probieren. Sag ihr gleich, dass sie sich um die Jetskis kümmern soll. Jetzt lass mich pennen. Noch was. Zieh dir mal ein frisches Hemd an. Hey, Lars. Sauber machen, nicht am Motor verlieren. Hi. Ist Lena da? Nee, die ist nicht da. Sag mal, gehörst du auch zu dieser Clique? Welche Clique? Na, die Typen, die mir die Jetskis geklaut haben. Freunde von Lena. So geklaut? Ich dachte, die wären geliehen. Was hat die geliehen? Das kannst du der Polizei erzählen. Komm mal her. Ja, danke. Gruber hat die Akten schon raussuchen lassen.
Sie und Frau Sandhoff knien sich noch mal richtig in die alten Fälle rein. Gut. Und befragen Sie diesen Martins. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir diese Rowdies nicht gemeinsam zur Strecke bringen, hm? Sicher. Wenn das mal gut geht. Wir müssen lernen, miteinander klarzukommen. Im Ernstfall sind sie aufeinander angewiesen. Hallo, Erik. Fred, was machst du denn hier? Scheinst dir richtig zu freuen. Ich bin wieder aus dem Knast raus. Ja, das sehe ich. Was willst du von mir? Können wir mal reden? Okay, aber nicht hier. Erik, das ist ein Notfall. Sonst wäre ich nicht hier. Oh Mann, Fred, echt. Ich hab's wirklich satt, dich immer aus der Scheiße rausziehen zu müssen. Wie stehe ich da als Polizist mit einem Halbbruder, der immer krumme Dinger dreht? Das ist vorbei. Ich will mein Leben in den Griff kriegen. Ach. Ich glaube, das hat mir Spaß gemacht im Knast. Was willst du jetzt von mir? Ich hatte doch damals eine Freundin, Lena. Ich habe Angst, dass da gestern Nacht irgendwas passiert ist. Wie kann ich dir dabei schon helfen? Nein, nicht das, was du jetzt denkst. Wir waren zusammen am Strand und haben über alte Zeiten geredet und plötzlich musste sie pinkeln gehen. Aber sie ist nicht wiedergekommen. Und dann weiß ich nur noch, dass ich nachgucken wollte, ob was passiert ist und ab da Filmriss, das war's. Als ich aufgewacht bin, habe ich die Kratzer im Gesicht und mehr weiß ich nicht mehr. Na, Alter? Lange nicht gesehen. Das ist Erik. Das ist ein guter Freund von mir. Scheint so, als hättet ihr was zu bekakeln, ne? Dann wollen wir mal nicht weiter stören. Komm, Ben. Freund von dir? Ja. Also, was sollen wir jetzt tun? Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich müsste mir die Stelle erstmal ansehen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Hinweise. Komm, wir nehmen ein Motorrad. Hör mal, ich glaube, ich habe da eine bessere Idee. Eigentlich bin ich ganz froh, dass uns die Akten erstmal erspart bleiben. Na, ich weiß ja nicht. Gruber sagt, der Mann ist nicht gut, auf die Polizei zu sprechen. Ich stelle die Fragen und du schaust dich währenddessen mal im Laden um. Na, großartig. Aber gut, du bist die Vorgesetzte. Entschuldigung, wir suchen einen Herrn Martinsen. Der ist gleich da hinten. Guten Tag, Herr Martinsen? Ja. Küstenwache. Mein Name ist Klaassen, das ist meine Kollegin Frau Sandhoff. Schönen guten Tag, die Dame. Die Wasserschutzpolizei hat ihre Jetskis gefunden. An einem Strand ganz in der Nähe. Wow. Und in welchem Zustand? Alles bestens. Nur die Tanks sind etwas leer. Wenn die Spurensicherung damit fertig ist, werden sie ihnen wieder hergebracht. Ja, und dann? Sie sagten, Sie hätten die Liebe gesehen? Naja, ich habe seit ein paar Wochen eine Angestellte, Lena Montag. Mhm. Und die hat etwas eigenartige Freunde. Heute Morgen ist sie übrigens gar nicht erst erschienen. Ja, und die müssen mir die Jetskis geklaut haben, als ich hier meine Buchhaltung gemacht habe. Hm. Ich meine, das ist schon frech, oder? Das ist der Choke, den ziehst du vorher raus. Die Sicherung fällt automatisch raus, wenn du ins Wasser fällst. Dann fährt das Ding nicht weiter. Okay. 2 Stunden, sonst kostet es extra. Geht klar. Was haben die denn vor? Lena ist gar nicht hier. Sieht ganz so aus, als ob sie nach ihr suchen. Sag mal, gestern Abend. Wo warst du eigentlich so lange? Ach, ist doch egal. Wir sollten lieber checken, was Fred vorhat. Meinst du, du kannst damit umgehen? Ist doch fast wie Motorradfahren, oder? Ist da irgendwas gelaufen gestern Abend? Hast du da irgendwas mit zu tun? Wenn du weiter rumspinnst, dann sind sie weg. Los, komm.
Können Sie die eigenartigen Freunde von Lena etwas näher beschreiben? Ja. Ja, an einen erinnere ich mich. Kurze dunkle Haare, schlank. Ungefähr so groß, nichts Besonderes. Ach ja, und er hatte so merkwürdige Kratzer im Gesicht. Was ist denn da los? Wir haben uns die Jetskis geklaut. Was hast du gemacht? Gepennt? Welches ist das schnellste Boot hier? Und Didi holt am heißen Jetski ein. Man, die haben alle viel zu wenig PS. Du rufst sofort die Wasserschutzpolizei an. Können Sie erkennen, wer es war? Das muss man sich mal vorstellen, vor unseren Augen. Wenn ich die kleinen Arschgeigen kriege, fahre ich persönlich mit den Wasserski. Dann machen Sie mal halt lange, Herr Martinsen. Wir kümmern uns schon darum. Und Sie sagen mir jetzt erstmal die Adresse Ihrer Angestellten. Also die 15 liegt hier vom Saalabort. Die BG 18 ist eine andere Stunde im Hafen. Ah ja, danke schön. Die 13, die könnt ihr ja auch jetzt rein. Frau Schenk. Na, da sind Sie ja wieder. Na, da können wir gleich mal die Dienstpläne besprechen. Ich muss mit Ihnen reden, Herr Gruber. Unter vier Augen. Ja, bitteschön. Hier war's. Hier haben wir gesessen und dann ist sie aufgestanden und da lang gegangen. Okay, dann lass uns da alles absuchen. Und was sucht ihr, wenn man fragen darf? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Das geht uns eher was an als dich. Und du? Du hast doch voll das schlechte Gewissen, oder? Du weißt doch was. Los, sag schon, was hast du mit Lena gemacht? Hast du sie angepackt? Hey, hey, hey. Hör dich da raus! Wer bist du eigentlich? Ich kenne doch alle Freunde von Fred. Von dem Erik habe ich noch nie was gehört. Wir kennen uns vom Jetski fahren. Aha, na jetzt wird's aber spannend. Ja, ich bin Profi. War vor 2 Jahren Vize-Europameister in Nizza. Ist ja geil, wir haben hier einen Meister. Meinst du, unser Eins hat gegen so einen Meister eine Chance, Ben? Nein, Logo. Müsste man mal ausprobieren. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Hört doch auf mit dem Scheiß. Halt's Maul! Oder halten wir euch etwa von der Suche ab? Wie kommst du? Okay. Okay, ich mach's. Gut. Dann machen wir ein Rennen bis nach Travemünde und wieder zurück. Wer als erster wieder da ist, hat gewonnen. Hm? Ach, noch was. Wenn ich rauskriege, dass Lena was passiert ist, mache ich dich fertig. Warum lässt du dich auf den Schwachsinn ein? Lass mich mal. Was ist das? Spinnen die? Lena.
müssen es heute Abend nochmal zum Italiener gehen. Oh ja, gerne. Gefallen, ne? Wer ein bisschen Spaß haben will, muss was riskieren. Arsch, ich kann da überhaupt nicht mehr drüber lachen. Wäre Erik nicht gewesen, dann hätte mich das Ding platt gemacht. Wenn ich denn aufpasse? Niemand zwingt dich. Also schmeiß die Karre an und komm. Die ist kaputt. Dann nur noch wir zwei? Und er soll rüber schwimmen? Du willst Europameister sein, Memme. Ich krieg dich noch. Komm, spring dich an Land. Danke, Erik. Die Aktenlage hat nicht besonders viel hergegeben, aber wir haben trotzdem eine heiße Spur ausmachen können. Ich höre. Ja, also da haben wir zunächst einmal den Jetski-Verleiher Martinsen, der die Jetskis als gestohlen gemeldet hat. Er hat den Verdacht, dass seine Angestellte Lena Montag etwas mit der Sache zu tun haben könnte. Und sie ist die ehemalige Freundin von einem gewissen Fred Ahrens. Und jetzt wird's interessant. Dieser ist nämlich seit vorgestern aus einer einjährigen Haftstrafe in Dänemark entlassen worden, wo er wegen Jetski-Klau gesessen hat. Sie meinen, er könnte mit dem Jetski-Diebstahl von gestern zu tun haben? Also ich denke, es wäre sogar möglich, dass er der Kopf der Bande ist. Denn seitdem er wieder auf freien Fuß ist, das Ganze wieder begonnen. Für den toten Surfer kommt er natürlich nicht mehr in Frage. Konnten Sie diese Lena Montag befragen? Nein, wir haben mehrfach versucht, sie zu erreichen, aber es war weder zu Hause noch... Guten Tag zusammen. Ich habe was rausgefunden, das wird Sie umhauen. Es bleibt abzuwarten. Ich habe da gestern so ein paar Jungs kennengelernt. Die haben ganz schön angegeben von wegen Jetski-Rennen und so. Naja, da war schnelles Handeln gefragt. Soll das heißen, Sie sind mit den Rennen gefahren? Das ließ sich nicht vermeiden, aber ich war ziemlich gut. Ja. Und? Herr Lorenzen? Es kann doch sein, dass die mit diesen Jetski-Raudis zu tun haben. Herr Gruber? Ja? Telefon für Sie. Entschuldigung. Können Sie sich an den Namen erinnern? Der eine heißt Tobias, der andere Ben. Ein gewisser Fred war nicht dabei? Schau dir das Foto genau an. Ja. Bist du ganz sicher, dass der nicht mit dabei gewesen ist? Aha. Der war nicht mit dabei. Danke, verstehe. Ein Fischerboot hat gerade unten im Hafen eine weibliche Wasserleiche gebracht. Die sollten Sie sich mal anschauen. Und halten Sie mich weiterhin auf dem Laufenden. Geht klar. Da sind Druckstellen. Wahrscheinlich ist ihr Land erwürgt und dann ins Wasser geworfen worden. Können Sie schon ungefähr sagen, wie lange sie tot ist? Nee. Aber 1-2 Tage lag die sicher im Wasser. Daraus können wir erst nach der Obduktion sagen. Irgendwelche Papiere? Lena Montag aus Hoffnung. Lena Montag? Ist das nicht die Angestellte von diesem Martinsen? Ja. Der Leichenwagen schon bestellt? Muss jeden Moment hier sein. Frau Klaasen, Sie benachrichtigen die Angehörigen. Sie können ja Frau Sandhoff mitnehmen. Mich erreichen Sie in der Einsatzzentrale. Fred, wenn du was hörst, ruf mich sofort an. Sofort. Guten Tag, Fräulein Montag. Rieke Klaassen von der Küstenwache. Das ist meine Kollegin Frau Sandhoff. Guten Tag. Sind Ihre Eltern zu Hause?
Nein, die sind im Urlaub. Aber um was geht es denn? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Es geht um Ihre Schwester. Meine Schwester. Kommen Sie rein. Sind Ihre Eltern schon lange weg? Seit letzter Woche. Sie machen Ferien. Das heißt also, dass Sie und Ihre Schwester ganz alleine hier waren? Ja, Logo. Wir sind schließlich erwachsen. Klar. Sagen Sie, kennen Sie einen Fred Ahrens? Wieso? Haben Sie ihn seit seiner Haftentlassung schon gesehen? Was soll das Ganze? Sagen Sie doch gleich, dass einer gequatscht hat. Wie meinen Sie das? Na, weil... Ach, Mann. Wegen des Unfalls, nicht? Das war Tobias seine Idee. Sie meinen mit dem Segler und seiner Frau? Ja. Das wussten Sie nicht? Deswegen sind Sie dann hier. Alexa, es tut mir sehr leid, Ihnen das sagen zu müssen. Ihre Schwester ist tot. Was? Sie wurde heute in der Ostsee gefunden. Es tut mir sehr leid. Diesen Fred mal vorknöpfen. Ich glaube, es ist besser, ich bleibe noch ein bisschen hier. Gut. Hey. Ah, schon auf der Flucht? Flucht? Und warum hast du mich da nicht angerufen? Warum lügst du mich an? Dann spinnst du, kannst du mal sagen, was los ist? Lena ist tot! Das kann nicht sein. Verdammt nochmal, Fred! Was ist in jener Nacht passiert? Und erzähl mir nicht wieder so einen Scheiß! Ich erzähl dir keinen Scheiß! Ach ja? Und warum hast du mir da nicht erzählt, dass ihr die Jetskis geklaut habt und damit rumgefahren seid? Verdammt nochmal, du hast mich in Teufels Küche gebracht! Ich bin Polizist! Wer sagt denn, dass wir die Dinger geklaut haben? Martinsen? Der Typ lügt! Dazu hat er gar keinen Grund! Ach ja, vielleicht doch! Ich habe ihn gesehen, als du mit den anderen das Jetski-Rennen gefahren bist. Der Typ hat da irgendwas gesucht! Komm, hör auf, das sind alle Spekulationen! Gegen den Mann liegt überhaupt nichts vor! Fred, lass uns zur Polizei gehen. Zur Polizei? Dann kann ich doch meine Lehre gleich vergessen. Wenn du nichts getan hast, dann kann dir auch nichts passieren. Meinst du, die glauben mir ein Wort? Erik, ich habe am ersten Tag gegen meine gesamten Bewährungsauflagen verstoßen, weil ich mit geklauten Jetskis durch die Gegend fahre. Ja und? So machst du aber alles nur noch viel schlimmer. Das schreit ja geradezu nach Geständnis, wenn du jetzt abhaust. Okay, vielleicht hast du recht. Gut, dann lass uns gehen. Okay.
Christiansen, du Schwein. Hey! Dein komischer Europameister ist nicht zufällig aufgetaucht, oder? Du weißt auch nicht, wo er ist. Keine Ahnung. Dann weißt du sicher auch nicht, dass der Typ ein Bulle ist. Wie kommst du denn darauf? Du hast uns doch nicht verraten, du Arschloch. Was ist bloß im Knast mit dir passiert, hä? Lass mich los. Erst wenn du mir sagst, was hier gespielt wird. Lass mich zufrieden. Was ist denn mit dir passiert? Das erkläre ich dir gleich. Sag mal, bist du mit dem Auto da? Ja, wieso? Dann lass uns schnell los. Warum hast du uns eigentlich nicht gesagt, dass Fred dein Bruder ist? Weißt du, was es bedeutet für einen Polizisten, wenn er einen Bruder hat, der...
ich sie jetzt als Nachfolgerin fest eingeplant hatte. Jetzt muss ich mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Kommen Sie. Heute Abend ist doch noch Party bei Frau Schenk. Ich habe Sie heute alle eingeladen, weil ich Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen habe. Dies hier wird nämlich heute mein Abschiedsfest sein. Mir ist die Entscheidung mit Sicherheit nicht sehr leicht gefallen, Herr Gruber weiß das. Aber das Koma und die Zeit im Krankenhaus haben einfach sehr viel bei mir ausgelöst. Wenn man dem Tod einmal so nahe gewesen ist, dann fängt man an, das Leben mit neuen Augen zu sehen. Ich habe mit Ihnen allen sehr gerne zusammengearbeitet und ich werde Sie alle schrecklich vermissen, aber ich kehre nicht wieder zurück an Bord. Was willst du denn tun? Ich weiß es noch nicht. Erst einmal leben mit allem, was dazugehört. Reisen, neue Leute kennenlernen und vor allem sehr viel Zeit für mich selber haben. Wir werden Sie natürlich auch alle vermissen. Aber ich kann Sie verstehen. Darauf wollen wir anstoßen. Auf Ihr neues Leben, Frau Schenk. Und sollten Sie irgendwann einmal Ihr neues Leben satt haben, ich habe immer einen Posten für Sie, Frau Schenk. Dankeschön. Hilfe brauchen. Danke, sehr freundlich von Ihnen, Frau Klaassen. Aber Liv und ich kriegen das schon hin. Wir haben eine Umzugsfirma damit beauftragt. Dem muss man ganz schön auf die Finger gucken. Na, eine ziemliche Umstellung für dich. Eine Frau zu Hause mit an Bord. So neu ist das nicht. Hier habe ich doch sogar zwei an Bord. Captain? Ich habe ja eine Meldung von den dänischen Kollegen. Mehrere Jetski-Fahrer haben ein dänisches Segelboot belästigt. Neuer Kurs. In der Nähe vom Kiel-Ostseeweg. Eine Frau ist dabei verunglückt. Schwere Kopfverletzung. Jugendliche? Wie viele denn? 4 oder 5. Dann gibt es sie also noch, unsere Freunde. Das heißt, die kennen die Gang schon? Ja, ja, vom letzten Jahr. Na, die sind aber nicht geschnappt worden. Lorenzen, informieren Sie Hauptkommissar Gruber. Und erkundigen Sie sich, ob irgendwo Jetskis als gestohlen gemeldet wurden. Kurs 295 Grad. Neuer Kurs 295. Beide voll voraus. Der Alter hat ja voll die Fahne geschoben. Das war echt scheiße, Tobias. Was ist, wenn der Frau jetzt wirklich was passiert ist? Wem willst du hier eigentlich was beweisen? Ey, so eine saublöde Aktion. Willst du mich wieder in den Knast bringen? Was kann ich dafür, dass die Leute keinen Spaß verstehen? Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen, ne? Mann, du bist echt ein Idiot. Jetzt lass mich in Ruhe. Kann ich bei dir mitfahren? Ja. Was soll denn der Mist? Ich dachte, wir wollten Spaß haben. Boah, was für eine Spaßbremse. Tobi, und das lässt dir gefallen?
Wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Mein Gott, das sah alles so schlimm aus. Dann machen Sie mal keine Sorgen. Das wird schon. Wo hast du meine Schwester gelassen? Was ist denn passiert? Weißt du, was ich glaube? Lena hat dir einen übergebraten, weil du dich wieder an sie angemacht hast. Die ist wahrscheinlich schon nach Hause. Da will ich jetzt auch rein. Ich bin todmüde. Hey, Tobi, da draußen ist die Polizei. Ich glaube, die suchen nach uns. Scheiße. Lass uns abhauen. Und wir haben uns nicht gesehen, ist das klar? Okay. Oh, Scheiße. Und jetzt? Wir bleiben locker, die können uns gar nichts. Hey, und was ist mit den Jetskis? Das war Lenas Problem. Und Finger weg von Lena. Knochen haben mich spüren lassen. Irgendjemand braucht hier einen starken Kaffee. Ja, ich. Ja. Nee, bitte. Danke. Ich habe mit dem Krankenhaus telefoniert. Die Frau ist außer Gefahr. Allerdings mit ihrer Gehirnerschütterung. Da wird sie noch eine Weile zu tun haben. Danke. Hoffentlich finden wir die Bande. Ah, noch was gibt's. Ganz Erfreuliches. Heike ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ach, dann kommt sie ja sicher bald wieder. Obwohl Brieke ihren Job als Erstoffizierin sehr gut ausgefüllt hat. Kapitän? Mhm. Vielleicht waren es ja dieselben Rowdies, die letzte Woche den Surfer gerammt haben. Möglich. Weißt du, ich finde das unglaublich. Erst rammt man ihn und dann lässt man ihn mitten auf der Ostsee verbluten. Mhm. Aber letzte Woche lag keine Diebstahlmeldung über Jetskis vor. Stimmt auch wieder. Wir müssen da ansetzen, wo wir im vergangenen Jahr nicht weitergekommen sind. Was willst du denn? Ich wollte nur fragen, ob Lena schon zu Hause ist. Scheiße. Dafür weckst du mich? Sie ist nicht da. Wo kann die sein? Schon zur Arbeit, was weiß ich. Mach doch eh mal ihr eigenes Ding. Werde ich es da mal probieren. Sag ihr gleich, dass sie sich um die Jetskis kümmern soll. Jetzt lass mich pennen. Noch was. Zieh dir mal ein frisches Hemd an. Hey, Lars. Sauber machen, nicht am Motor verlieren. Hi. Ist Lena da? Nee, die ist nicht da. Sag mal, gehörst du auch zu dieser Clique? Welche Clique? Ja, die Tür passiert ist und ab da Filmriss, das war's. Als ich aufgewacht bin, habe ich die Kratzer im Gesicht und mehr weiß ich nicht mehr. Na, Alter? Lange nicht gesehen. Das ist Erik. Das ist ein guter Freund von mir. Scheint so, als hättet ihr was zu bekakeln, ne? Dann wollen wir mal nicht weiter stören. Komm, Ben. Freund von dir? Ja. Also, was sollen wir jetzt tun? Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich müsste mir die Stelle erstmal ansehen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Hinweise. Komm, wir nehmen ein Motorrad. Warte mal, ich glaube, ich habe da eine bessere Idee. Eigentlich bin ich ganz froh, dass uns die Akten erstmal erspart bleiben. Na, ich weiß ja nicht. Gruber sagt, der Mann ist nicht gut, auf die Polizei zu sprechen. Ich stelle die Fragen und du schaust dich währenddessen mal im Laden um. Na, großartig. Aber gut, du bist die Vorgesetzte. Entschuldigung, wir suchen einen Herrn Martinsen. Der ist gleich da hinten. Guten Tag, Herr Martinsen? Ja. Küstenwache. Mein Name ist Klaassen, das ist meine Kollegin Frau Sandhoff. Schönen guten Tag, die Dame. Die Wasserschutzpolizei hat ihre Jetskis gefunden. An einem Strand ganz in der Nähe. Wow.
Und in welchem Zustand? Alles bestens. Nur die Tanks sind etwas leer. Wenn die Spurensicherung damit fertig ist, werden sie ihnen wieder hergebracht. Ja, und dann? Sie sagten, Sie hätten die Diebe gesehen? Naja, ich habe seit ein paar Wochen eine Angestellte, Lena Montag. Mhm. Und die hat etwas eigenartige Freunde. Heute Morgen ist sie übrigens gar nicht erst erschienen. Ja, und die müssen mir die Jetskis geklaut haben, als ich hier meine Buchhaltung gemacht habe. Hm. Ich meine, das ist schon frech, oder? Das ist der Choke, den ziehst du vorher raus. Und die Sicherung fällt automatisch raus, wenn du ins Wasser fällst. Dann fährt das Ding nicht weiter. Okay. 2 Stunden, sonst kostet extra. Geht klar. Was haben die denn vor? Die Lena ist gar nicht hier. Sieht ganz so aus, als ob sie nach ihr suchen. Sag mal, gestern Abend. Wo warst du eigentlich so lange? Ach, ist doch egal. Wir sollten lieber checken, was Fried vorhat. Meinst du, du kannst damit umgehen? Ist doch fast wie Motorradfahren, oder? Ist da irgendwas gelaufen gestern Abend? Hast du da irgendwas mit zu tun? Wenn du weiter rumspinnst, dann sind sie weg. Los, komm. Können Sie die eigenartigen Freunde von Lena... Verursacht durch Rowdies auf Jetskis. Die Frau ist bereits im Krankenhaus. Ein Schiff der Küstenwache hat sie gerettet. Na, dann müssen Sie die Jungen schnappen. Da gibt's doch keine Unfälle. Meine Leute mussten sich zunächst mal um die Verletzte kümmern. Ansonsten tun wir schon, was wir können. Wiedersehen. Moment mal. Wo kann ich Sie denn erreichen? Zu Hause, ich habe jetzt Feierabend. Also vom Feierabend kann ich ja nur träumen. Ja, fürs Träumen werden wir nicht bezahlt, Chef. Alter! Wo hast du Lena gelassen? Lena? Ja, wen denn sonst? Weiß ich nicht. Wie siehst du denn aus? Wo hast du meine Schwester gelassen? Was ist denn passiert? Weißt du, was ich glaube? Lena hat dir einen übergebraten, weil du dich wieder an sie rangemacht hast. Die ist wahrscheinlich schon nach Hause. Da will ich jetzt auch hin. Ich bin todmüde. Hey, Tobi, da draußen ist die Polizei. Ich glaube, die suchen nach uns. Scheiße. Lass uns abhauen. Und wir haben uns nicht gesehen, ist das klar? Okay. Oh, Scheiße. Und jetzt? Wir bleiben locker, die können uns gar nichts. Hey, und was ist mit den Jetskis? Das war Lenas Problem. Und Finger weg von Lena. Knochen haben mich spüren lassen. Irgendjemand braucht hier einen starken Kaffee. Ja, ich. Ja. Nee, bitte. Danke. Ich habe mit dem Krankenhaus telefoniert. Die Frau ist außer Gefahr. Allerdings mit ihrer Gehirnerschütterung. Da wird sie noch eine Weile zu tun haben. Danke. Hoffentlich finden wir die Bande. Ah, noch was gibt's. Ganz Erfreuliches. Heike ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ach, dann kommt sie ja sicher bald wieder. Obwohl Brieke ihren Job als Erstoffizierin sehr gut ausgefüllt hat. Kapitän? Mhm. Vielleicht waren es ja dieselben Rowdies, die letzte Woche den Surfer gerammt haben. Möglich. Weißt du, ich finde das unglaublich. Erst rammt man ihn und dann lässt man ihn mitten auf der Ostsee verbluten. Mhm. Aber letzte Woche lag keine Diebstahlmeldung über Jetskis vor. Stimmt auch wieder. Wir müssen da ansetzen, wo wir im vergangenen Jahr nicht weitergekommen sind.
ich sie jetzt als Nachfolgerin fest eingeplant hatte. Nur die Tanks sind etwas leer. Wenn die Spurensicherung damit fertig ist, werden sie ihnen wieder hergebracht. Ja, und dann? Sie sagten, Sie hätten die Diebe gesehen? Naja, ich habe seit ein paar Wochen eine Angestellte, Lena Montag. Mhm. Und die hat etwas eigenartige Freunde. Heute Morgen ist sie übrigens gar nicht erst erschienen. Ja, und die müssten mir die Jetskis geklaut haben, als ich hier meine Buchhaltung gemacht habe. Hm. Ich meine, das ist schon frech, oder? Das ist der Choke, den ziehst du vorher raus. Und die Sicherung fällt automatisch raus, wenn du ins Wasser fällst. Dann fährt das Ding nicht weiter. Okay. 2 Stunden, sonst kostet extra. Geht klar. Was haben die denn vor? Du, Lena ist gar nicht hier. Sieht ganz so aus, als ob sie nach ihr suchen. Sag mal, gestern Abend. Wo warst du eigentlich so lange? Ach, ist doch egal. Wir sollten lieber checken, was Fried vorhat. Meinst du, du kannst damit umgehen? Ist doch fast wie Motorradfahren, oder? Ist da irgendwas gelaufen gestern Abend? Hast du da irgendwas mit zu tun? Wenn du weiter rumspinnst, dann sind sie weg. Los, komm. Können Sie die eigenartigen Freunde von Lena etwas näher beschreiben? Ja. Ja, an einen erinnere ich mich. Kurze dunkle Haare, schlank. Ungefähr so groß, nichts Besonderes. Ach ja, und er hatte so merkwürdige Kratzer im Gesicht. Hm. Hey, Idioten! Was ist denn da los? Wir haben uns die Jetskis geklaut. Was hast du gemacht? Gepennt? Welches ist das schnellste Boot hier? Und die holt am heißen Jetski ein. An die anderen viel zu wenig PS. Du rufst sofort die Wasserschutzpolizei an. Können Sie erkennen, wer es war? Das muss man sich mal vorstellen, vor unseren Augen. Wenn ich die kleinen Arschgeigen kriege, fahre ich persönlich mit den Wasserski. Dann machen Sie mal halt lang, Herr Martinsen. Wir kümmern uns schon darum. Und Sie sagen mir jetzt erstmal die Adresse Ihrer Angestellten. Also die 15 liegt hier vom Saalabort. Die BG 18 ist eine andere Stunde im Hafen. Ah ja, danke schön. Die 13, die könnt ihr ja auch jetzt rein. Frau Schenk. Na, da sind Sie ja wieder. Na, da können wir gleich mal die Dienstpläne besprechen. Ich muss mit Ihnen reden, Herr Gruber. Unter 4 Augen. Ja, bitteschön. Hier war's. Hier haben wir gesessen und dann ist sie aufgestanden und da lang gegangen. Okay, dann lass uns da alles absuchen. Und was sucht ihr, wenn man fragen darf? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Das geht uns eher was an als dich. Und du? Du hast doch voll das schlechte Gewissen, oder? Du weißt doch was. Los, sag schon, was hast du mit Lena gemacht? Hast du sie angepackt? Hey, hey, hey. Halt dich doch. Wir fahren jetzt nach Heiligenhafen. Dort wartet schon ein Krankenwagen auf uns. Du hast gesagt, du bringst mich nach Hause. Ja. Ich hatte gehofft, du würdest meinen letzten Abend hier mit mir verbringen wollen. Warum hast du mich eigentlich nie besucht? Was glaubst du, was meine Eltern gesagt haben, als sie erfahren haben, dass mein Freund im Knast sitzt? Interessiert sich gar nicht, wie es mir ergangen ist. Ich habe dich jedenfalls vermisst. Ich dich auch. Ich habe damals echt nicht verstanden, warum du dieses Ding in Dänemark durchziehen musstest. Da hat dich auch nicht interessiert, was ich darüber denke. Ich verstehe selbst nicht, was ich da getan habe. Aber es passiert mir jedenfalls nicht nochmal. Wir haben mir eine Lehrstelle besorgt in Frankfurt, oder? Wow. Freut mich für dich. Ich hab das von Tobias und dir gehört. Ist was Ernstes? Quatsch.
Du kennst doch Tobias. Mann, wo warst du denn so lange? Wir haben uns was zu rauchen besorgt. Die Küstenwache war draußen beim Segelboot. Der Opa hat sie wohl um Hilfe gebeten. Ich glaube, wir sollten die Teile besser wieder zurückbringen. Ach Quatsch, da warten die Bullen noch auf uns. Da muss sich Lena drum kümmern. Na okay, dann fangen wir sie wieder ein. Und der ist den beiden gefolgt. Hat sie wohl verloren. Dann lass uns mal lieber los. Und du arbeitest jetzt bei einem Jetski-Verleih. Wir verleihen alles Mögliche. Und wann müssen wir das Ding wieder zurückbringen? Kein Problem. Wann wir wollen. Mein Chef vertraut mir. Vielleicht werde ich sogar sein Partner. Cool. Wasserschutzpolizei an. Können Sie erkennen, wer es war? Das muss man sich mal vorstellen, vor seinen Augen. Wenn ich die kleinen Arschgeigen kriege, fahre ich persönlich mit den Wasserski. Dann machen Sie mal halt lang, Herr Martinsen. Wir kümmern uns schon darum. Und Sie sagen mir jetzt erstmal die Adresse Ihrer Angestellten. Also die 15 liegt hier vom Saalabort. Die BG 18 ist in einer Stunde im Hafen. Ah ja, danke schön. Die 13, die könnt ihr ja auch jetzt rein. Frau Schenk. Na, da sind Sie ja wieder. Na, da können wir gleich mal die Dienstpläne besprechen. Ich muss mit Ihnen reden, Herr Gruber. Unter vier Augen. Ja, bitteschön. Hier war's. Hier haben wir gesessen und dann ist sie aufgestanden und da lang gegangen. Okay, dann lass uns da alles absuchen. Und was sucht ihr, wenn man fragen darf? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Das geht uns eher was an als dich. Und du? Du hast doch voll das schlechte Gewissen, oder? Du weißt doch was. Los, sag schon, was hast du mit Lena gemacht? Hast du sie angepackt? Hey, hey, hey. Halt dich da raus! Wer bist du eigentlich? Ich kenne doch alle Freunde von Fred. Von dem Erik habe ich noch nie was gehört. Wir kennen uns vom Jetski fahren. Aha. Na, jetzt wird's aber spannend. Ja, ich bin Profi. War vor 2 Jahren Vize-Europameister in Nizza. Ist ja geil, wir haben hier einen Meister. Meinst du, unser Eins hat gegen so einen Meister eine Chance, Ben? Nein, Logo. Müsste man mal ausprobieren. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Ach, hört doch auf mit dem Scheiß. Halt's Maul! Oder halten wir euch etwa von der Suche ab? Wie kommst du? Okay. Okay, ich mach's. Gut. Dann machen wir ein Rennen bis nach Travemünde und wieder zurück. Wer als erster wieder da ist, hat gewonnen. Hm? Ach, noch was. Wenn ich rauskriege, dass Lena was passiert ist, mache ich dich fertig. Warum lässt du dich auf den Schwachsinn ein? Lass mich mal. Was soll denn der Mist? Ich dachte, wir wollten Spaß haben. Boah, was für eine Spaßbremse. Tobi, und das lässt dir gefallen? Wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Mein Gott, das sah alles so schlimm aus. Da machen Sie mal keine Sorgen. Das wird schon wieder. Das ist ja nichts gemacht. Das war der Großbaum. Da waren so ein paar junge Leute auf diesen Flitzern. Das
fahren eventuell die Rowdies vom letzten Jahr. Wir fahren jetzt nach Heiligenhafen. Dort wartet schon ein Krankenwagen auf uns. Du hast gesagt, du bringst mich nach Hause. Ja. Ich hatte gehofft, du würdest meinen letzten Abend hier mit mir verbringen wollen. Hast du mich eigentlich nie besucht? Was glaubst du, was meine Eltern gesagt haben, als sie erfahren haben, dass mein Freund im Knast sitzt? Interessiert sich gar nicht, wie es mir ergangen ist. Ich habe dich jedenfalls vermisst. Ich dich auch. Ich habe damals echt nicht verstanden, warum du dieses Ding in Dänemark durchziehen musstest. Da hat dich auch nicht interessiert, was ich darüber denke. Ich verstehe selbst nicht, was ich da getan habe. Aber es passiert mir jedenfalls nicht nochmal. Wir haben mir eine Lehrstelle besorgt in Frankfurt, oder? Wow. Freut mich für dich. Ich habe das von Tobias und dir gehört. Ist was Ernstes? Quatsch. Du kennst doch Tobias. Mann, wo warst du denn so lange? Ich habe uns was zu rauchen besorgt. Die Küstenwache war draußen beim Segelboot. Der Opa hat sie wohl um Hilfe gebeten. Ich glaube, wir sollten die Teile besser wieder zurückbringen. Ach Quatsch, da warten die Bullen noch auf uns. Da muss sich Lena drum kümmern. Okay, dann fangen wir sie wieder ein.